Hallo und herzlich willkommen bei High Enduro End. Heute mit einem neuen Format Enduro-Übungen, nämlich wie ihr euer Gleichgewicht gut trainieren könnt. Eigentlich ist die Übung ganz einfach. Ihr sucht euch einen Baum, eine Hauswand oder Strohballen und stellt da euer Vorderrad dran. Und dann könnt ihr üben, wie ihr das Gleichgewicht, um die Position zu halten. Das kann man im Sitzen versuchen, mit den Füßen rausstrecken. Das kann man aber auch im Stehen machen. Korrigieren könnt ihr das Ganze erstens mit den Füßen, zweitens natürlich mit der Lenkung, weil das Rad vorne am Baumstamm, Hauswand, je nachdem, wo ihr es macht, ansteht und dadurch eigentlich eine ziemliche Stabilität bekommt. Also ihr könnt auch nur mit dem Lenken euer Gleichgewicht halten. Dann könnt ihr zusätzlich mit den Füßen euer Gleichgewicht halten oder natürlich mit dem Oberkörper. Und wenn man jetzt sagt, man lässt es mal mit der Lenkung zu kontrollieren, dann kann man es wirklich versuchen, nur mit den Füßen zu kontrollieren und mit den Beinen und dann speziell das zu üben. Wenn ihr zum Beispiel auf einem Baumstamm balancieren müsst, könnt ihr das hier quasi die Trockenübung dazu machen. Die Übung eignet sich auch, um, wenn ihr Wheelie fahrt, das Gleichgewicht zu kontrollieren. Hier könnt ihr das auch sehr gut üben, weil es doch ziemlich ähnlich ist. Da kann man mal üben, was passiert, wenn ich mit dem Oberkörper nach links, mit dem Oberkörper nach rechts gehe. Was passiert, wenn ich den Fuß rausstrecke? Wie viel passiert denn überhaupt? Und da kann man das eigentlich so ganz gut üben. Ja, dann war es das schon von mir. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Üben. Schaut euch unsere anderen Enduro-Übungen an oder unsere Tutorials oder Bike-Vorstellungen und kommentiert gerne, was ihr als nächstes sehen wollt. Bis dann. Ciao.